Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Grim Dawn. So, genau, hier waren wir schon. Wir laufen jetzt mal weiter. Und zwar wollen wir natürlich hier mal die Reste, die restlichen Katakomben, sage ich mal, herausfinden. Genau, da waren wir auch schon. Hier! So, zack. Die kleinen Magier. Blöd, ich wüsste ganz gerne, wie man das ausspricht. Hier dieses Kryptonische oder wie man das auch immer nennt. Ich kann es echt nicht aussprechen. Ist bestimmt voll einfach zum Aussprechen, ne? Aber irgendwie, ich weiß nicht, wie ich das aussprechen würde, könnte. Deswegen. Ah ne, da geht's ja nicht. Oh, die Viecher, die er herbeigeschworen hat, direkt tot. So, das Dynamit nehmen wir auch mit. Bald war da der Blutrünstige. Er war mal blutrünstig. Was? Oh, wir haben ein Amulett bekommen. Ein episches Amulett. Oh, warte. Wir töten erstmal. Wir töten erstmal die Viecher hier, damit wir uns die Sachen gleich mal ganz entspannt angucken können. Ja, du kannst auch gerne sterben. So, dann haben wir hier noch einen. Noch einen? Nein, gut. So. Hier. Ktonisches Siegel. Ktonisches. Ja, wie spricht man das aus? Also dieses CHT. Echt eine gute Frage, ne? Nehmen wir mal mit. Leichenstaub. Ja. Episches Amulett der verbrannten Erde. An sich ein sehr, sehr cooles Amulett, aber leider nicht für uns gedacht. Wenn wir jetzt mal sehen, so verfaultes Riesgeißel herbeirufen hat das hier, ne? Drakes Blut ist auch jetzt nicht für uns geeignet. Was mich hier dran aber, also an dem alten Amulett reizt, ist eben wegen dem Riftgeißel. Dämonenfeuer, qualvolle Flammen, das haben wir alles nicht. Angriffsqualität geht hoch. Feuerschaden haben wir zwar nicht, Verbrennungsschaden ebenfalls natürlich nicht, aber eben dieser physische Schaden von 33%. Und verbrannte Erde, 33er Chance bei kritischem Angriff. Verbrennende Hitze bricht aus ihr hervor und verbrennt den Boden. Eine Sekunde Aufladezeit der Aktivierung, 100% Wahrscheinlichkeit, Feinde zu durchschlagen, 1 Meter Radius und bringt eben Feuerschaden. Ha. Das ist jetzt natürlich so die Frage, ne? Ah, für welches entscheiden wir uns denn? Wegen dem physischen Schaden, weil die Riftgeißel ist, glaube ich, ein guter Helfer, so, ne? Aber. Und eben die passive Fähigkeit hier, Gegner meiner Nähe wegzuhauen. Ah, was sagt denn der Chat? So, was haben wir hier? Eine seltene Hose. Ein Zepter und ein Gewand, eine Rüstung des Zauberers. Das wird dann also nicht für uns sein. Wir gucken, es gibt auch einiges an Leben, aber die anderen Dinge fehlen einfach leider. Schade, schade. Hier, das nehmen wir natürlich auch mit. So, dann gucken wir jetzt mal hier. Ah, nee. Hier entlang. Und gucken mal, was die Kiste so mit sich bringt. So, jetzt sind die tot. Da braucht man einen Magnetstab. So. Hey, Floggy! Ah, da in der Ecke versteckt sich was. Ein bisschen Schrott, warum nicht? Als hätte ich das im Urin gehabt hier. So, Eisen nehmen wir natürlich gerne mit. Hier ist. Ah, doch, eine Leiche. Ding, 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 ding. Ah, ich kann mich nicht entscheiden, ne? Ah, wir können ja mal gucken. Wenn wir jetzt hier mal auf Angriffsqualität gehen. Warte, war das hier? Schaden pro Sekunde. 2500 zum Beispiel, ne? 2000. Ach ja, ist jetzt hier gesprungen. Ja, 30. Viel Unterschied ist ja jetzt nicht.
Gut, 33% physischer Schaden, vielleicht wird das erst später mit drauf gerechnet oder so. Ah. Behalten wir erstmal unseren Riftgeißel. Vielleicht könnt ihr es ja in den Kommentaren schreiben, für was ihr euch entscheiden würdet. Und ich guck mal, wie wir jetzt hier weiter vorankommen. Dü-dü-dü-dü-dü. Hier entlang also. Also muss ich jetzt versuchen, euch hier irgendwie herauszufinden. Hier vielleicht. Und dann, ja, das sieht doch schon ganz sinnig aus. Ebenfalls für den Zauberer, nicht für uns gedacht. Schade. Machen wir mal kurz so. Bisschen aufladen hier. Na oh gut, jetzt sind sie alle endlich mal tot. Halleluja. So, was haben wir hier? Im Dündüm, okay. Ebenfalls eine Hose. Also magische Objekte gibt es ja echt viele, ne? So, okay, hier haben wir noch was. Auch alles magische Dinge. Ew, der verwest gerade irgendwas. Mal gucken. Erstmal gucken, wo sind wir hier auf der Karte? Ah, okay. Oh, hier. Unser Riftgeist hat den Gegner schon erledigt. Gehen wir jetzt mal hier entlang. Gehen wir hier irgendwo. Nee, doch, da. Da ist. Ach, hier. Wunderbar. So, hier haben wir irgendwas kaputt gemacht. Hier ist ein Geheimweg. Oder auch nicht. Ja, ach da! Jetzt sehe ich die Schatzkiste. Ah! Ich wollte gerade sagen, warum Geheimweg, wenn da nichts ist? So. Der Helm. Okay, Chaosschaden, Giftschaden, Geist. Ah! Schade. Kriegsaxt. Panzerhandschuhe, mal gucken. Gewährte Fähigkeit Stahlring. Okay, das haben wir bereits. Du wirst blitzschnell von geisterhaften Klingen mit tödlicher Geschwindigkeit umgeben, die nahe Feinde töten. Stahlring haben wir hier bereits. Das ist, glaube ich, hier, ne? Genau. Die Fähigkeit haben wir schon. Mal gucken, Kriegsschrei und sonst. Oh. Oh. Okay, ist schon cool. Die Rüstung ist natürlich deutlich höher. Leben ist da auch höher. Verteidigungsqualität, haben wir das hier? Nee. Aber eben Durchschlagswiderstand, Elementarwiderstand. Und wir haben Durchschlagsschaden mit dazu. Und plus 2 auf Kriegsschrei. Jetzt muss ich mal gucken, haben wir überhaupt den Kriegsschrei? Mal gucken, war das hier? Nein, das war nicht die Taste. Wenn wir mal gucken, welche Tastenkombination das hier nochmal war. Nee, auch nicht. Gut, gehen wir mal hier drüber. So, Kriegsschrei war ich hier, ne? Schwächt die Entschlossenheit deiner Feinde und stört ihre Konzentration. Aha. 2 auf Kriegsschrei haben wir ja noch nicht, die Fähigkeit. Ich würde auch echt sagen. Ich würde wirklich sagen, wir benutzen jetzt die neuen Handschuhe sogar. Die Rüstung ist halt sehr hoch. Haben wir hier ein paar Dinge, was wir da direkt reinsetzen können? Ein bisschen mehr Leben, plus 15 Rüstung. Das können wir ja nicht reinsetzen. Insignien der Schwarzen Legion. Versenkte Glut. Nur für Waffen. Das ist nur für Schuhe. Borstiges Fell. Haben wir sonst nichts dabei? Leichenstaub. Ringe und so nur.
Handrüstung, Chaosschaden. Angriffsgeschwindigkeit ist ja auch nicht schlecht, ne? 3 Chaosschaden. Ah. Ja, Kultisten getragen werden. Ich denke mal, das lohnt sich dann nicht so wirklich. Ja, hauen wir erstmal die Rüstung da mit rein. Können wir, wenn wir später im Lager was finden oder so, dann auch nochmal umändern. Aber höhere Rüstung ist auch immer ganz gut. So, was finden wir hier? Ah, okay. Aber hier ist ein bisschen dezent kaputt. Hier in den. Nee, schade, ich hatte die Hoffnung, wir könnten die Kiste nehmen. Ah, okay, dann kommen wir hier wieder zurück. Okay, das wollen wir ja nicht. Wir wollen hier hin. Treppe nach oben. Das machen wir auch mal direkt. Überall hier Blut am Boden. Ah, okay. Nehmen wir auch mit. Wir lassen nicht zurück, wenn wir es sehen. Ah, da ist auch nochmal was. Ding, ding, ding. Ach, hier. Zack. Ich wollte gerade sagen, warum springt der da nicht los? So. Lass meinen Kollegen hier in Ruhe. Mehr? Nee, ne? Nö. So, dann können wir jetzt hier auch einmal wieder die Treppe nach oben nehmen und landen auf der zweiten Ebene. Kommt alle her. So, wir haben gerade was aufgenommen. Ach, ein Buch, okay. Ein Buch brauchen wir jetzt nicht. Ach, da ist direkt daneben noch einer. So. Irgendein Gewehr. Magisches Gewehr. Hier ist nichts. So, der hätte auch ruhig sterben können mit dem wenig Lebenspunkten, die er hatte. So. Machen wir den mal eben um. Da versteckt sich auch noch eine Kiste. Warum hat gerade das Bild so gewackelt? Kommt hier gleich so ein gigantisches Vieh oder? Okay. Da bin ich mal gespannt. Muss ja einen Grund haben, warum das Bild so gewackelt hat. Ja, nicht verkennen hier. Bleib mal hier. Wir wollen doch mit dir spielen, mein Freund. Bam! Herrlich. Ich liebe schon die passiven Fähigkeiten, ne? Die sind schon ein Hammer. So. Wieder eine geweihte Bandage. Zeichen es rein. Ja, von denen haben wir jetzt schon einige jetzt. Oh! Ein epischer Ring. So, erstmal weg. Hauen wir erstmal die ganzen Viecher hier um. Genau, die Zepter der Leere. Oh. Ein epischer Ring. Blitz. Ah. Blitzanwender. Verdammt. Wir finden in letzter Zeit nur epische Dinge für andere Gattungen. Verdammt. Irgendwann finden wir auch was für unsere Schattenklingen-Geschichte hier. So, du kommst erstmal weg, dann du. Noch jemand hier? So. Den Schrott nehmen wir natürlich mit. Wir lieben Schrott. Erstmal gucken, wo sind wir jetzt? Genau. Da wollen wir auch mal kurz einmal rüber gucken. Oh. So. Hier, der versteckt sich schon. Und lebt sogar noch. Hier, das wollen wir natürlich auch alles mit aufdecken. Sieht so aus, als wenn man da
im Endeffekt lang gehen muss. Das heißt, wir werden erstmal hier alles aufdecken, damit wir auch ja alles sehen. So. Laufen wir hier mal ein bisschen zurück. Da waren wir schon, da auch. Mal gucken, wo wir hier lang kommen. Hier. Oh ja, hier. Essensration, perfekt. Zack. Die Fähigkeit finde ich auch cool, ne? Einmal so um die Ecke springen. Da weg mit dir. Lebst du noch oder? Ne, der zappelt schon. So. Was haben wir hier? Auch magische Dinge. Und eine Kiste, die wir nicht öffnen können. Oh, okay, schade. Da freut man sich immer so. Oh, cool. Und dann. Oh. So, wie kommen wir hier rein? Hier drüber. So, was verbirgt sich hier drinne? Okay. Und da bekommen wir auch schon Besuch. So, ich denke, dann sind wir hier nach der Kiste auch schon durch mit der Seite. Wieder Beinschien der Eile. Seltene Stiefel. Aber muss sagen, unsere sind wohl besser. Stromschlagfaden haben wir alles nicht. Ja, unsere sind definitiv besser. Daher verkaufen wir die dann später. So, dann können wir jetzt hier diesen Weg entlang gehen und gucken uns mal an, was uns dort denn erwartet. Dafür müssen wir aber hier entlang. Attacke! Ich wollte gerade die hängenden Leichen angreifen, aber geht natürlich nicht. So, kochendes Blut. Ist schon ein bisschen widerlich, ne? Was die hier mit den ganzen Dorfbewohnern machen. Ach, hier komme ich gar nicht lang. Ah, okay. Okay. Oh. Da scheint irgendwas zu sein. So, gucken wir hier nochmal. Gut. Hauen wir die jetzt mal eben um hier. Für alle hier Step by Step. Na kommt, kommt zu Daddy. Oh. Woher bekomme ich denn gerade den Schaden? Ach, hier. Wieder so ein blödes Steinchen da gewesen. So, haben wir hier auch noch was? Das sieht aus wie so ein Portal in die Hölle, ne? Wieder so langlaufen? Nee, da kommen wir gar nicht lang. Okay. So, vorsichtshalber mache ich mal hier einen Riftgate hin. Weiß ja nicht, was uns gleich hier erwartet. Nicht, dass wir sterben und dann den ganzen Weg hier wieder langlaufen müssen. Ja, ich denke, wir haben die Folterkammer gefunden. Okay. Die Musik verheißt schon mal nichts Gutes. Okay, dann ist wohl der Final Countdown jetzt. Okay. Es geht noch weiter. Ja, nee, ist klar. Der hat sich jetzt in irgendein komisches Vieh verwandelt. Oh, lauf, 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 lauf. Ich glaube, da sollte ich nicht stehen bleiben. So, einmal hier die Heilung mitnehmen und dann. Oh, krass, 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 krass. Alter Schwede, okay.
So, die Dinger muss ich auf jeden Fall sofort zerstören. Eieiei. Darauf muss ich achten. Da. Da, hau um. Ah! Nein! Alter, war das knapp. Da kommen, glaube ich, jetzt wieder. Ja, da sind wieder diese Kristalle. Okay. So. Nein, ich habe ihn besiegt und dann sterbe ich noch. Nein! Verdammt! Wir haben ihn gerade getötet und in dem Moment sterben wir. Oh, ist das gemein. Gut, dass wir da einen an ihrem Portal haben. wie ärgerlich. So, immer ein bisschen säubern wieder. Ach, wie gemein. Wie gemein. Das war ja wirklich gemein. Da leben hier auch noch welche? Ja, hier die kleinen Dinger, die sind kein Problem. Letzte Predigt, das Ende der Zeit. Blutschwur, Bittsteller. Wird Versammlung uns heute... Ah, okay. Lesen wir gleich mal durch. Ein Folian voller dunkler Rituale, die die Rückkehr einer großen Finsternis aus der Nekropolis beschreiben. Ein Questgegenstand. Haben wir. Genau, die Bindung und dann gucken wir jetzt mal, was wir hier bekommen. So, geweihte Bandagen, okay. Ja, polierter Smaragd, die beschädigte Klaue. So, frostiges Abzeichen der Meditation. Frostig, okay, aber da ist unser eindeutig besser. Plattenharnisch der Verbrennung. Wir haben ja keine Feuersachen, deswegen ist das leider nichts für uns. Ihr geraubter Schädel. Einhandschwert, was? Ich dachte, das wäre ein Schädel. Nee, doch kein Schädel. Kettenblitz. Hütte das hier mit einem Blitz, der auf nahe Ziele überspringen kann. Klingt cool. Aber ist komplett, ja. Nee, da sind unsere schon ganz gut. Deutlich, ja, definitiv. So, also, ups. Und jetzt haben wir beeindruckender Schuppenpanzer, Unterarmschienen der Bereitwilligkeit. Schade, ich dachte, vielleicht gibt es noch so ein monsterspezifisches Item hier. Aber irgendwie nicht wirklich. So, da ist aber auch unsere, würde ich sagen. Ja, physischer Widerstand ist schon ganz cool. Ah, nee, weg. So, erstmal unsere Erfahrungspunkte wieder nehmen. Dann gucken wir mal eben doch, was es hier als magische Teile gibt. Ein Schild. Und auch Kleidung, okay. Aber, ja, nee. Aber, ja, nein. So, dann gucken wir auch mal hier einmal, was in dieser wunderbaren Truhe ist. Beinplatten der Ehre, ein episches Teil. Epische, schwere Rüstung. 255 Leben, 3% Verteidigung, 6% physischer Widerstand und Kampfspuren. Kampfspuren. Das sagt mir jetzt nichts. Zwei auf Kampfspuren. Müssen wir mal so vielleicht die Nahkampf- oder hier die Nahkampfklasse mal angucken. Klingt ein bisschen wie, ja, beim Teil. Vielleicht das, ne? Gut. Geschmolzene Essenz des Gottes der Leere. Das hängt jetzt gut. So, wir machen mal eben hier die magischen wieder weg. So. Brustrüstung. Blutungsschaden mit 27% längerer Dauer. Konstitution, Raffinesse, Geist. Das ist schon mal sehr cool. Konstitution fehlt uns aber deutlich sogar, um das anzuziehen. Ich muss mal eben kurz gucken, ist auch alles höher als das jetzt. Also das wird wohl eventuell unsere neue, unser neues Oberteil, wenn wir genügend Konstitution haben. Wären wir jetzt nicht schon so oft gestorben, hätten wir vielleicht schon das Level abgehabt. Schade, kommt aber noch. Schaden gegen Untote und so. Ja, gut.
So, ja, schade. Ich habe irgendwie schon ein bisschen so gehofft, dass wir. Wie komme ich denn hier hin? Ach, da. Da, hier ist nochmal was. Schade. Echt so kurz vor dem Final Hit, ne? Sterbe ich. Schade, schade. So, leeren berührte Zauberklinge der erschütternden Realität. Seltene Einhand durch, okay. Ätherschaden und so haben wir. Realitätsgefüge haben wir auch, glaube ich, nicht. Von dem her ist das leider nichts für uns. Die beiden nehmen wir auch nochmal mit. Öffnen auch diese Kiste hier. Ah, ärgert mich schon ein bisschen so, ne? Wäre cooler, wenn wir es überlebt hätten. Hier haben wir auch noch was. Ja, irgendwas Magisches. Schade. Wir haben auch endlich mal wieder hier ein paar epische Dinger bekommen und dann können wir sie nicht mal wirklich benutzen. Und blöd. Schade, schade. Wirklich schade. Was war hier? Epische schwere Schultern. Kriegsschrei, stimmt. Da war ja was. Schlagfrequenz. Blöde. So. Auch hier, ne? Endlich mal so ein paar epische Dinge und dann können wir die nicht mal nutzen. So, wo geht's denn hier entlang? Haben wir denn jetzt auch hier? Ja, sieht so aus, als wenn wir jetzt hier auch alles gefunden haben. Festungseingang. Wo kommen wir da jetzt hin? Ah, okay, hier sind wir wieder hier draußen, okay. Das heißt, kehre zu Captain Sommer im Homestead zurück. Hier waren wir. Ach, hier waren wir noch nicht. Dann wollen wir erstmal hier durchgehen. Wir gucken, ob es hier gleich so ein Riftgate gibt. Weil nicht, dass wir da sonst. Oh, hier. Frostminenberserker. Okay. Wir sind jetzt in einem komplett neuen Gebiet. Ah, komm, ich rette euch. Oder töte euch gemeinsam. Bekämpft euch nicht gegenseitig. Lasst euch von mich umhauen. Tja, tja. Ja, hier auch nochmal ein bisschen Action. Oha. Okay, die haben deutlich mehr Power als alle Viecher zuvor. Schon interessant auf jeden Fall. Und die leben auch deutlich mehr. Alter Schwede! Stirb doch! Eieiei. Also, okay, ich muss schon sagen, hier wird schon einiges mehr geboten. Die Gegner hier sind deutlich stärker. Ich sehe aber hier leider kein Riftgate. Mal gucken, wenn wir Regionskarte. Hier, ne? Hier vielleicht ein Riftgate irgendwie. Weil wir sind ja hier irgendwo. Also irgendwo muss es ein Riftgate geben. Da wir noch einiges am Platz haben, würde ich auch mal sagen, wir nehmen auch mal die magischen Dinger mit. Einfach nur zum Verkaufen jetzt. So. Riftgate. Ich hätte ganz gerne ein Riftgate. Komm. Alle auf den Haufen und dann ist alles cool. Oh, wieder eine schwere Axt. Hier haben wir eine kleine Leiche. Prunkvoller Umhang. Ja. Sonst hier noch was? Irgendwo muss es hier doch ein Riftgate geben. Da bin ich mir relativ sicher. Wenn man schon in so einem Gebiet ist, ne, gibt es eigentlich fast immer ein Riftgate. Oh! Yeti-Horn der Leere. Das heißt, die Yetis hier, die geben auch monsterspezifische Sachen. Was ist das denn? Eine seltene Nebenhand. Okay. Das ist schon mal gut zu wissen, auf jeden Fall. Gut, die ist jetzt nicht für uns gedacht. Okay. Aber immerhin. So. Aber eigentlich müsste es hier irgendwo doch ein Riftgate geben. Eine Salvenpistole können wir auch mal eben mitnehmen. Wenn wir jetzt gleich hier in Homestead sind, dann macht es, glaube ich, den Kuh. Ah, hier, seht ihr? Zack, Riftgate. Ah, okay. So, dann haben wir das jetzt. Dann können wir jetzt auch nach Homestead zurück. Da. Und geben einfach mal die ganzen Quests auch ab.
So. Mal gucken, wo müssen wir dafür entlang? Da hinten, einfach geradeaus. Da! Captain Summer. Why do you have such a grim look on your face? What happened out there? Karos ist tot, aber ich habe beunruhigende Informationen bei ihm gefunden. Oh, apropos Informationen. Die sollten wir auch mal durchlesen, ne? Die letzte Predigt, das Ende der Zeit. Ist ja wichtig. Oh, Level Up! Das lesen wir uns auch mal mit jetzt in dieser Aufnahme auch noch mit durch, weil das hat, glaube ich, auch gut was für die Geschichte zu tun. Blutschwur, Bittsteller Kryntons. Wir versammeln uns heute hier zu meiner letzten Predigt an euch. Ihr habt euch völlig aufgeopfert und alle vergangenen Beziehungen, irdischen Besitztümer und den freien Willen aufgegeben. Ihr habt bewiesen, dass ihr endlich bereit seid, ein Teil des großen Ganzen zu werden, das ruhmreiche Geschenk der Wiedervereinigung zu empfangen. Ich muss bei den anderen zurückbleiben, um unser großartiges Werk zu vollenden. Doch auch wenn ihr euer Leben verlasst, werdet ihr diese zerstörte Welt einen Schritt weiter zum Ende der Zeit voranbringen. Die Zeit, in der die düstere, leidende Welt sich mit Kryntonn wiedervereinigt wird und dadurch das Älteste des Alten wieder zusammengefügt wird, also irgendwie komischer Satz, wird und die Verfehlungen vor Jahrtausenden durch die falschen Götter begangen wurde, korrigiert werden. Diese überheblichen Götter, die den Lauf unserer Existenz manipulierten, sich als Gegenstand der Verehrung aufspielten und seit Ewigkeiten von unserem Blut und unserer Schulterei gelebt haben. Das Ende der Zeit wird auch dem unberechenbaren Ethischen den Tod bringen, den einzigen Vertretern der falschen Götter, die verraten und dann in den formlosen Äther geworfen worden, sobald sie ihren Zweck erfüllt haben. Sie haben uns aufgehalten, unsere Brüder abgeschlachtet und versucht, die Weltherrschaft für sich zu beanspruchen. Dennoch müssen wir ihnen auch danken, denn es sind die Ätherischen, die unwissentlich unseren Aufstieg ermöglicht haben, indem sie das Kaiserreich und dessen Inquisition zerstört haben. Die Inquisition jagt uns nicht mehr, sie unterdrückt unsere Wahrheiten nicht mehr und sie verwehrt uns nicht mehr den Zugang zu unseren heiligen Städten. Befreit von der Unterdrückung des Kaiserreichs sind die Menschen aus dem falschen Traum der Zivilisation aufgewacht und unsere Reihen haben sich aufgefüllt. Da sie die Geschichte der Welt nicht kennen, wissen die Ätherischen nichts von dem bevorstehenden Untergang. Sie ahnen nichts von unserem Endphase und wenn sie einmal begreifen, was sie in Bewegung gesetzt haben, wird es für sie zu spät sein, um uns aufzuhalten. Unsere ergebensten Brüder marschieren mit Legionen der Leere zur Nekropolis. Sie müssen nun verhindern, dass unsere Feinde unsere letzte Linie durchbrechen, denn auch während sie unsere Streitkräfte angreifen, wird das Blut, das sie vergießen, unser Ritual der Auferstehung nähern. Dort, wo wir einst unsere größte Niederlage erlitten, wird unser ultimativer Triumph wiedergeboren werden und der Lockhorn, der Widerreiter des jüngsten Tages, wird die tausend schreienden Stimmen von Kryntonn in die Welt tragen und ein neues Zeitalter einläuten. Ja, also die Ätherischen waren zuerst unsere Gegner und haben jetzt unseren womöglichen Endgegner einfach mal den Weg geebnet. Und das erzählen wir ihm jetzt. Karos ist tot, aber ich habe beunruhigende Informationen bei ihm gefunden. Okay. We may as well slit our own throats. This scenario was well beyond my pay grade, or would be if I were getting paid. You will need to bring this to Creed's attention immediately. Das gucken wir uns gleich mal an. So, den Inquisitor. I've already informed Creed of your recent actions. He is most eager to speak with you. Show him what you've shown me. He needs to see this. Okay, ich werde gleich mit Creed sprechen. So, dann gucken wir uns doch mal hier. Wo ist denn das wunderbare, geile Teil? War das das hier? Genau, Auszeichnungen des Sanitäters. Verliehen an kampferfahrene Sanitäter für ihre heldenhaften Dienste in der Hitze des Gefechts. Epische Medaille. Dann wollen wir mal gucken. Ich muss schon sagen, tödlicher Schwungkreis des Gemetzels und Schlagfrequenz Steilring. Das sind so Sachen für mich. Das heißt, die seltene Medaille, die wir jetzt haben, ist eigentlich schon perfekt für uns, ne? Und die hier, Menhirs Wille. Feldmedizin. 10%ige Chance bei Angriff. Verwendet
bestehende medizinische Techniken, um kritische Wunden in der Hitze des Gefechts zu heilen. Okay. Okay, wir heilen uns einfach währenddessen. Wenn ihr das so sehen, finde ich unsere jetzige Medaille deutlich besser. Also, ja. Krintons Blut. Ist bestimmt noch ein Questgegenstand oder sowas dergleichen. So, das haben wir erledigt. Das heißt, wir müssen jetzt auch, ich glaube, hier hoch und zu Creed gehen. Hier. Ich habe diese Notizen bei Karos gefunden. Wo braucht... Oh. Zu früh. Wo brauchst ihr mich? We can once again reconnect with the main legion force to the north. And just in time, too. Based on the information you've brought back from Karos, we need to immediately send all available forces to the necropolis and stop that ritual. Algrim and I will be leaving shortly with a small contingent of troops. Will you meet us at Fort Island? Okay. It lies just beyond the Astakarn Mountains, through the Darkvale Gates. So, wir sehen uns dort. Also wir müssen uns dann mit ihm gleich dort hinten treffen. Jetzt habe ich den Namen wieder vergessen. Hier, Fort Icon. Bis dahin müssen wir uns also von hier aus durchkämpfen. Ja, meine Lieben, das war's auch schon mit der Folge. Ich glaube, wir sind sogar einen kleinen Ticken drüber. Gemeinsam werden wir mal eben hier nochmal auf Konstitution gehen einfach. Ich glaube, irgendwas fehlt, damit wir das nutzen können. Mal gucken. Ich muss auch gleich gucken nochmal, wenn ich offline verkaufe. Aber das machen wir gleich. So, erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaltet auch in der nächsten Folge wieder mit ein, wenn wir herausfinden, was das alles so zu bedeuten hat. Also, macht's gut!